Es tut mir schrecklich leid, dass diese Katastrophe passiert ist. Und also in meinem ganzen Berufsleben ist das nicht geschehen. Es ist ausgerechnet am letzten Tag. Aber ich bin der Einzige, der hier irgendwas gerade bewerkstelligen kann. Die waren alle total planlos daneben. Und dann kommt mit dieser Energie raus. Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei sein. Entschuldigung. Ja, aber ich kann. Also, ich kann vielleicht für das Equipment was, aber man muss ja wohl alles auch... Alles fügt sich momentan einfach so. Ja, und dann wird mir einfach unzufragend in den Mund gepasst, ja? Da wurde ich gar nicht drauf vorbereitet. Aber so war das echt sein. Also, ich habe bei Aktenzeichen XY, da ist mir auch eine Menge passiert. Und das, ich wüsste einfach mal gerne, wie das sein kann, dass du jedes Mal in meinem Leben auftauchst, wenn ich gerade das Gefühl habe, dass ich dich losgeworden bin. Was ist denn das hier für ein Laden, ja? Ich kann mir einfach nur meinen Job machen. Ich verstehe nicht, was ist das? Nein, tust du aber nicht. Warum ist alles schief gelaufen? Warum? Läuft doch super. Ich würde sagen, toll organisiert. Ich habe viel gearbeitet. Also ich habe viel gearbeitet hier. Ich war die Einzige, die hier gearbeitet hat. Okay, können wir bitte wieder alle still sein? Einmal tief durchatmen. Ich spüre ein wenig Spannung im Raum, ein bisschen negative Energie. Ich weiß, dass wir hier alle hier sein müssen. Aber ich würde euch gerne einladen, das als Chance zu nehmen, auch persönlich zu wachsen, ja? Und euch auch untereinander ein bisschen besser kennenzulernen. Hier will sich niemand besser kennenlernen. Danke für die Offenheit. Gerne. Ja, aber es ist auch wirklich wichtig, dass ihr miteinander über eure Gefühle sprecht. Denn wenn ihr das nicht macht, dann fresst ihr das in euch hinein und dann werden diese negativen Gefühle immer größer und größer und so wie so eine richtige Krebszelle, die euch von innen auffrisst. Das heißt, ihr müsst die Konflikte wirklich ansprechen und nicht runterschlucken. Aber wir müssen das nicht alleine machen, denn ich habe einen besonderen Freund, das ist der Bernie. So, und der Bernie, wer den hat, ja, der darf über seine Gefühle sprechen. Möchtest du vielleicht anfangen? Ich? Ja. Was habe ich denn falsch gemacht? Das würde ich einfach in die Gruppe geben. Ich habe mein Geld noch immer nicht bekommen. Das hängt noch in der Verwaltung. Ich will mein Geld. Haben wir jetzt bestanden oder nicht? Weil ganz ehrlich, an uns lag's nicht. Das war die schlimmste Übung, an der ich je teilgenommen habe. Und ich habe schon richtig viel Scheiße erlebt. So, bitteschön. Bitteschön. Was hast du? Kaffee. Cool, eine Schaulustige. Ja? Gibt's noch was Veganes? Geht Käse? Bitteschön. Nee. Viel Spaß. Würdest du mit mir tauschen? Ich würde gerne was mit mehr Charakter haben. Ich bin eine Leiche. Boah, nee, ich habe so gar keinen Bock, den ganzen Tag auf dem Boden rumzuliegen. Leiche noch nicht. Oberschenkelfraktur, aber bei Bewusstsein. Schaut der Knochen raus oder ist es nur angeknackst? Also wenn ich hier für Mindestlohn arbeiten soll, dann muss ich auch was zu essen bekommen. Sonst werde ich nämlich irgendwann hangry. Mein Gott, du kommst doch nicht in die Hölle, wenn du einmal im Jahr ein Käsebrötchen isst. Aber hier geht's doch nicht um mich. Ich brauche ein bisschen mehr Background für die Rolle. Wenn du glaubst, dass es eine Rolle für Hollywood ist, dann geh lieber wieder ins Bett. Ich mache seit 10 Jahren Aktenzeichen XY. Und schau, wo es mich hingebracht hat. Oh Mann. Das hatte ich erst dreimal an. Also Leute, Sie werden von meiner Kollegin das Equipment bekommen und ich zeige Ihnen den Unfallort. Den Unfallort. Noch Fragen? Haben Sie was im Hals? Ja, also leider sind die Defibrillatoren nicht gekommen. Macht nichts, haben ja keinen Herzinfarkt dabei, hm? Ja, genau. Das Verbandszeug ist leider auch nicht gekommen. Das ist Standardausstattung. Eigentlich ist gar nichts da. Seit Lola da ist, machen Johannes und ich einfach kein Auge mehr zu. Bitte feuern Sie mich nicht.
Also was Sie und Ihr Mann nachts machen, ist mir egal. Hauptsache, um 17 Uhr ist Feierabend. Kümmern Sie sich drum. Okay. Ich habe noch Ersatzrequisiten im Kofferraum. Dann haben die wenigstens was zum Hantieren. Ja, also, die Kollegen von der Ausstattung haben leider ein bisschen versagt. Das heißt, wir müssen heute einfach ein bisschen improvisieren. Hm? Bitte? Bitteschön. Das hier sind Ihre Stethoskope. Das ist ein Witz, oder? Nee, wieso? Und was machen wir, wenn wir jemanden defibrillieren müssen? Bitteschön. Das wirkt sich aber nicht auf unsere Benotung aus, oder? Ich meine, wie sollen wir denn so richtig geprüft werden? Keine Sorge. Wir wollen doch nur wissen, ob Sie die Abläufe verstanden haben. Hm? Ich habe jetzt 3 Jahre Ausbildung hinter mir. Aber soll ich jemanden mit Spielzeug wiederbeleben? Das schaffen wir schon. Lol. Showtime. Natürlich ist dir das wieder egal, Kevin. Egal würde ich jetzt gerade nicht sagen. Weißt du, nur weil deinem Vater der halbe Notdienst gehört, heißt das nicht, dass du automatisch die Prüfung bestehst. Hey, wir bestehen schon. Smile. Hallo, ich bin Antje Schmierknecht. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ich will gar nicht so viel von mir erzählen. Ihr kennt mich ja sowieso schon alle. Ich würde mich freuen, wenn wir uns einmal kurz vorstellen könnten. Frau Kollegin, wenn Sie anfangen könnten. Naja, Sie kennen mich ja alle hier. Die Zeit können wir uns also sparen. Ich gebe gleich mal weiter. Das geht eigentlich niemandem was an. Ich bin ja auch nur zu Gast hier, deswegen bitteschön. Hallo. Ich bin Martina, ich bin die Assistenz der Einsatzleitung und ich habe sie ja auch geprüft. Ja, ich bin Karin und ich freue mich sehr, euch alle wiederzusehen. Ja, ich bin Hildi und mich belastet es schon sehr, was hier alles schiefgegangen ist. Deswegen bin ich wirklich froh, dass wir jetzt hier zusammensitzen und das vielleicht alles hoffentlich ja, klären können. Das wäre schön. Hallo, ich bin Frank und viele kennen mich wahrscheinlich von Aktenzeichen XY und ich bin neugierig, ob sich alle Fragen heute klären. Hallo, ich heiße Linda, ich bin 21 Jahre alt und bin angehende Sanitäterin. Ja, ich bin Marianne und habe eine Schaulustige gespielt, auch wenn das manchen hier wohl nicht so richtig klar war. Ich bin Leonie. Ich mache auch die Sanitäterausbildung. Ich bin Kevin. Ich bin Azubi. Ich bin einfach froh, dass ich mein Bein wieder spüren kann. Ich bin Schauspieler. Frederik. Hi, ich bin Tine Winkelmann-Gazia. Ich habe die Sanitäter geprüft. Oder ich habe zumindest versucht. Oh je, oh je, oh je. Du machst das seit 10 Jahren, sagst du? Ja, Kindercasting. Ja, dann. Kinderleiche? Ja, krass. Au, sie macht volles Method-Acting. Sie würden sich bitte hier hinlegen. Wenn die Sanitäterinnen kommen, sollen sie erstmal glauben, dass sie tot sind. Aber Herzschlag feststellen. Und dann müssen sie bitte so tun, als würden sie an ihrer Zunge ersticken. Und das Hummusbrötchen, das bringt da noch jemand, oder? Bei Aktenzeichen haben sie mich immer wegen meiner Technik gelobt. Ich kann 2 Stunden lang liegen, ohne mich zu... Entschuldigung, wer hat die Leitung? Vielleicht können Sie mich da vielleicht später vorstellen. Gleich. Ja. Das ist die Frau Huster. Das kannst du echt beißen. Sie sind alle tot! Wegen mir! Aber das wird schon alles gefilmt, oder? Weil ich hatte ja, sind überall Kameras hier. Ich bin nur versteckt. Bei Ihnen werden die Azubis geprüft, ob es gelingt, sie zu beruhigen! Warum? Genau. Haben Sie noch Fragen? Ja, das Cash, das haben wir sonst immer bar auf die Hand bekommen. Das müssen Sie mit Frau Wüster bitte sprechen. Okay. Sie müssen die Schaulustige spielen. Dann Sie stehen bitte da und wenn die Sanitäter... Schätzchen, alles gut. Habe ich schon 1000 Mal gemacht.
ABC. Heute ist der Tag, an dem sich Ihre Zukunft entscheidet. Haben Sie das Zeug dazu, Menschenleben zu retten? Oder gehören Sie hinter den Schreibtisch? Halt mal die Klappe, ich will verstehen, was Sie sagt. Sie werden an den Unfallort gerufen. Eine Wandergruppe ist in eine Mine getreten. Suchen Sie die Verletzten und leisten erste Hilfe, bis die echten Ärzte kommen. Fragen? Super, dann los. Worauf warten Sie? Da draußen sterben Menschen. Wir müssen beeilen, den Herzschlag checken. Nimmst du den Verletzten da hinten, dann fange ich die da hinten ein. Du kümmerst dich um die Bewusstlosen. Sind wahrscheinlich eh schon tot. Entschuldigung, bleiben Sie stehen! Wir wollen Ihnen helfen! Sie leiden unter einem Schock. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Ja, Schnürsenkel in die Schuhe beim Wandern, sonst machst du Aua. Keine Sorge, ich bin gleich bei Ihnen. Ich bin Frau Linkstrahl vom Rettungsdienst. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Frederik. Wir waren einfach nur spazieren. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein! Das ist so ein schöner Tag. Dann gab es diesen Schall. Boom! Können wir bitte tauschen? Nee, passt. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Was ist Ihre Diagnose? Tot. Psst. Psst. Kleiner Tipp, die lebt noch. Sie sind eine Leiche und dürfen keine Tipps geben. Kein Stress, hab eh nichts gehört. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Ah, krass. Herzschlag. Kannst du mal kommen? Die lebt noch. Was zur Hölle machst du hier? Ich hab dir gesagt, ich will dich nie wiedersehen. Einen Job. Und du? Wonach sieht's denn aus? Scheiße. Wo tut's weh? Wo tut's weh? Ich muss dich verarzten. Wo tut's dir weh? Du bist echt das größte Arschloch, das es gibt. Fix. Dann müssen wir das wohl verbinden. Halten Sie doch kurz still. Wollen wir das mal verbinden? So, hier. Sie hat vollkommen meinen Unterschenkel zerquetscht mit ihren Händen. Sie hat mich aufgekratzt, also es hat geblutet. Und Entschuldigung, ich wurde vollkommen unvorbereitet in diese absurde Situation gestoßen. Das ist unser Job, wir sind nie vorbereitet, deswegen heißt es der Notfall. Hast du den Spruch von deinem Vater? Ich trenne Privates vom Job. Ich bin einfach in meiner Rolle geblieben. Okay. Danke, dass ihr das mit uns geteilt habt. Magst du mir den Bernie mal wieder geben? Möchte denn noch irgendjemand was sagen? Ja. Ja, ich find's krass, dass der Kevin bei seiner Prüfung krass gebissen wurde und dass da noch niemand drüber gesprochen hat. Was soll ich jetzt machen? Die erstickt an ihrer Zunge. Du musst die rausholen. Sie haben 30 Sekunden Zeit, bis die Patientin verstirbt. Ab jetzt. Echt jetzt? Mhm. Na dann los. Na los, rein da. Ah, was geht denn bei dir? Die hat mich gebissen. Darf die das? Die Patientin ist tot. Echt jetzt? Aber ich habe trotzdem bestanden, oder? Alter, ist das euer Ernst? Ja, morgen Mittag geht's los. Und wir haben ein super Hotel, 5-Sterne-Hotel, direkt am Meer. Weißt du, der Otto wollte ja schon immer mal surfen lernen. Susanne? Obwohl ich bezweifle, dass er das hinbekommt. Susanne? Du, Gabi, ich muss. Also, leb wohl, mach's gut. Tschüss, tschüss, tschüss.
Susanne, das kann doch nicht dein Ernst sein. Was ist das bitte für eine Katastrophenübung? Da ist ja nichts da. Noch nicht mal eine scheiß Mullbinde. Ja, die Martina hat das versaubeutelt. Martina, das Einzige, was jetzt noch hilft, ist, wir müssen die Übung abbrechen. Wir müssen die abbrechen. In einer Woche wird die wiederholt. Nein, Antje. Wow, wow, wow. Nein. Was? Das geht nicht. Was geht nicht? Susanne. Ich bin morgen weg. Ich bin morgen weg und zwar für immer. Susanne, ich weiß, dass du in den Urlaub fahren willst. Aber du musst doch sehen, diese Situation, das können wir nicht so lassen. Nein, 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 wir kriegen das so hin. Susanne. Die Auszubildenden werden dran wachsen. Wir machen das, wir machen dran das. Vertrau wachsen. Mir. Woran Vertrau denn mir. Susanne, es muss nur eine Person etwas auf Social Media Antje, posten. Bitte. Und dann, hör mir zu, und dann was? Ich habe so viel schon durchgehen lassen, das kann doch jetzt wirklich nicht dein Ernst sein. Antje. Diesmal kann ich es Antje. Nicht. Hallo. Na, läuft soweit gut, ja? Es tut mir ultra leid, dass ich zu spät bin, aber ich bin dann mit dem Auto hergefahren und dann war da so ein kleines Miezekätzchen vor mir. Und ich habe dann natürlich versucht, anhand von dem Halsband irgendwie den Besitzer ausfindig zu machen und es ging nicht. Und dann habe ich noch einen kleinen Umweg zum Tierheim gedreht. Dann dachte ich, okay, cool, jetzt habe ich es endlich geschafft, jetzt steht mir nichts mehr im Weg. Und dann war hier aber gar nichts ausgeschildert, deswegen habe ich noch mal länger gebraucht, um hier leer zu bleiben. Entschuldigung, wie war Ihr Name? Ich habe das gerade nicht hinten. Lotte, ich wollte hier eine Verletzte spielen, irgendwas mit Atemnot oder so. Und ich habe mir wirklich schon den ganzen... Kannst du das machen? Ich muss mal, ne? Der Kaffee geht mir total irgendwie... Oh. Gute Besserung. Danke. Ja, ich habe mich auf jeden Fall schon total gefreut. Ich wollte schon immer mal so eine Übung machen. Ja. Echt, Lotte super. War der Name. Ja, Lotte, genau. Mhm. Okay, wunderschön. Ja. Komm mal mit. Okay. Also. Haben Sie in den letzten 24 Stunden Alkohol oder andere Rauschmittel zu sich genommen? Posttraumatische Belastungsstörungen. Treten Sie bitte beiseite, ich muss hier meine Arbeit machen. Sie muss sofort runtergespritzt werden, sonst behält die was bleiben. Das hier ist eine Unfallstelle und Sie behindern unsere Arbeit, also gehen Sie bitte. Die ist dissoziativ. Wenn Sie nicht aufpassen, entwickelt die eine Schizophrenie. Das bleibt dann ein Leben lang. Können Sie mir sagen, was für ein Tag heute ist? Das ist der Tag, an dem wir alle sterben werden. Krass. Sag mal, hast du dir das selbst ausgedacht oder stand es auf deinem Zettel? Das hier ist meine Abschlussprüfung. Für die habe ich ein halbes Jahr gelernt, also hau endlich ab. Oh, alles wird gut. Ja. So, hier sehen wir jetzt eine völlig überforderte Sanitäter. Was machen Sie da? Ja, das ist für die Presse. Unterlassene Hilfeleistung. Hau dich ab, du Schreckschraube! Sag mal, du musst ja nicht gleich persönlich werden, ja? Ich mache ja auch nur meinen Job. Ich bin da. Ja, ich muss aber wirklich pullern, Mädchen, bitte. Otto, du musst mich heute früher abholen. Ja, hier ist die Kacke am Dampfen. Nein, jetzt sofort. Wirklich. Mann, das kann ich... Entschuldigung, sind Sie hier verantwortlich für die Übung? Für was? Für die Übung. Welche Übung? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht stören. Oh, so eine Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Otto, warte mal. Was ist denn los? Wir wurden gerade einfach ungefragt Finger in den Hals gesteckt und der Typ, der trägt nicht mal Handschuhe. Wieso passiert denn das eigentlich immer mir? Oh Mann, ich wollte hier nur meine neue Erfahrung machen und... Ja, das ist ja schlimm, was Sie da erzählen. Sie sollten sich unbedingt beschweren. Ich will einfach nur nach Hause. Haben Sie ein Auto? Toll, dass du noch gekommen bist. Naja, versprochen ist versprochen. Weil ich finde es wichtig, dass wenn man Dinge zusagt, dass man die dann auch macht. Wie lange dauert denn das Ganze hier? Weil ich müsste in einer Stunde eigentlich wieder beim Pilates sein, weil wenn ich das verpasse, dann komme ich nächste Woche nicht mehr hinterher. Und wenn ich nicht hinterherkomme, dann... verliere ich die Motivation. Meine Therapeutin hat ja gesagt, es ist für mich total wichtig, viel Sport zu machen. Okay, dann legen wir dich einfach hier hin. Ja, dann wirst du schneller gefunden. Einfach hier. Ich muss jetzt aber nicht kotzen oder sowas, Die oder? Übung läuft schon und die sind alle schrecklich nervös, weil das ist ja so ein wichtiger Prüfungstag, also einfach hinlegen. Okay? Ja, ich kenne das mit dem Nervössein. Letzte Woche da war meine Katze im Krankenhaus und... Entschuldigung, geht's Ihnen gut? Ha? Ob es Ihnen gut geht? Am besten sagst du jetzt einfach nichts mehr. Leg dich einfach hin, okay? Und ja, was soll ich dann sagen, wenn ich gefunden nichts. Werde? Nichts. Du spielst jemanden mit Atemnot, ja? Und wenn du gefunden wirst, dann sagst du genau nichts. Einfach hinlegen, einfach hinlegen. Ich mach da nicht nochmal mit. Ich pfeffer mein Handy einfach in den Wald rein. Komplett am Arsch jetzt. Und jetzt wollen sie es mir nicht ersetzen. Sehr unfreundlich. Ja, mega. Wenn ich am Set bin, schaue ich immer, dass ich als erstes gehen kann. Das geht als Leiche ganz gut.
so habe ich Zeit für die schönen Dinge. Einmal die Woche nehme ich auch Klavierunterricht. Nee, das habe ich als Kind auch gemacht. Und im Gegenzug passe ich auf den Hund der Klavierlehrerin auf. Willi, mein Pudel. Nee, sehr cool. Ja. Ah, komm. Brauner? Nee, einen schwarzen. Der Luki. Hey Leute, heute zeige ich euch, wie ihr euch in der Wildnis mit Sachen aus der Wildnis gegen die Wildnis verteidigen könnt. Wenn ihr zum Beispiel nur einen Stock da habt, dann könnt ihr da einfach einen Speer draus schnitzen. Und wenn ihr dann zum Beispiel im Wald angegriffen werdet, ne, dann könnt ihr entweder erstmal versuchen, so ein bisschen mit großen Bewegungen das Tier zu verscheuchen. Und wenn das auch nicht funktioniert, könnt ihr auch einfach den Speer halt so nehmen. Ne? Und am besten auch, um das Tier zu verschrecken, ich zeig's einfach mal. Ja! Jeder sollte das hier ernst nehmen. Wenn ihr euren Job ernst genommen hättet, wäre das alles nicht passiert. Sie können nicht einfach alle Schuld auf mich schieben. Ja, es tut mir wirklich unfassbar leid. Das macht mich auch ein bisschen... Ich lasse mich so gern auf neue Dinge ein, ich liebe das wirklich. Aber hier lässt die Ernsthaftigkeit, was das Einhalten von Regeln angeht, wirklich zu wünschen übrig. Unser lieber Freund Peter allerdings sollte mal auf seinen Realitätsverlust klarkommen. 1-1 Ausrufezeichen 1-1. Das war doch fantastisch. Wieso Realitätsverlust? Das war doch großartig. So eine gewisse Opferbereitschaft ist, glaube ich, Voraussetzung. Ich habe diese Schmerzen, die trage ich seit diesem Tag mit mir rum, ja? Die werde ich auch. Stopp, ist eigentlich kein, was da für ein Unsinn quatscht? Die werde ich auch so schnell nicht mehr los, Leonie. Aber es gehört halt zum Leben dazu. Das macht es doch alles erst so spannend. Ist das hier eigentlich eine Selbsthilfegruppe? Also wir haben das wirklich wahrgenommen. Wir haben echt gearbeitet. Und ihr wart so unkonzentriert. Es tut mir leid, aber das funktioniert nicht. Ja, unkonzentriert hin oder her. Und jetzt auch mal ganz fernab davon, dass meine Bedürfnisse ignoriert wurden. Und ich finde es ein bisschen krass, dass auch selbst die Sanitäter, deren Abschlussprüfung es war, das nicht ganz ernst genommen haben. Bei dir war es auf jeden Fall so. Also mein Finger tut noch immer ein bisschen weh. Aber ich muss sagen, die Übung, wir hatten Spielzeug, aber andererseits, wir müssen so und so durch, wir müssen die Prüfung bestehen und man kann auch immer den Kopf abschalten und einfach nur machen. Ich kann eigentlich nur Kevin zustimmen, denn im Leben passieren manchmal Dinge, über die habt ihr keine Kontrolle. Wisst ihr, es macht doch Spaß, wenn man mal die Sache, die man liebt, ernst nimmt, oder? Und ihr wollt doch Menschenleben retten. Ja, und das ist ein guter Punkt. Wenn ich das von Anfang an nicht so ernst genommen hätte, dann wäre ich bei Aktenzeichen nicht so weit gekommen. Aber man muss sich halt überlegen, man muss es abwägen, was man ernst nimmt und was man nicht ernst nimmt. Einige von euch übertreiben ja auch mit dieser Ernsthaftigkeit, was ja letztendlich zu dieser Katastrophe geführt hat. Und für Stress ist das Leben viel zu kurz. Nee, mir fällt es einfach, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer, das hier alles noch ernst zu nehmen. So wie sich hier alle verhalten, das ist echt irgendwie ein bisschen weird, ja. Ich meine, ich finde es ja toll, der Peter, der kam, pst, Moment jetzt mal, ja. Der Peter, der hat sich da reingeschmissen und wollte ein Leben retten. Okay, jetzt kommt sie ja heute mit so einem Verband an, aber... Wer hat es denn überhaupt gesehen? Wer war da dabei? Also haben Sie das gesehen? Weil ich habe ihm auch gesagt, dass sie so tut, wenn er sich da eigentlich. Hey, darf ich dazu auch mal was sagen vielleicht? Die ganzen Menschen, die das hier jahrelang professionell lernen und hier eine Prüfung ablegen, was haben die denn gemacht? Die haben alle jämmerlich versagt. Ich habe eingegriffen, ich habe die Situation ernst genommen und ich habe einen professionellen Job hingelegt. Der Frau geht's gut. Weil das Wichtigste ist, wenn ihr bei mir... Funktioniert nicht. Gib mir mal den Defi. Fisch. Was? Die braucht keinen Defi, da steckt eine Grete im Hals. Na was? Die braucht einen Luftröhrenschnitt, sonst verreckt die uns gleich. Nein, was? Hier, schraub den auseinander.
beiseite. Was machen Sie da? Das ist eine Übung. Glauben Sie mir, ich habe das oft genug gemacht. Was? Nein, hören Sie auf damit. Das ist nur eine Übung. Was machen Sie da weg? Nicht. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin gleich wieder Luft. Tu doch was! Gleich haben wir es. Na bitte, geht doch. Der Rettungswagen ist unterwegs. Den rufe ich gleich. Na gut, dann kommt ihr jetzt ohne mich zurecht, oder? Schönen Tag noch. Hallo? Notarzt, bitte. Mist, das kriegt den anderen Schiener, wenn man es eilig hat. Entschuldigung, könnten Sie mir mal helfen? Ich weiß nicht, wie das Ding angeht. Wissen Sie, wie das funktioniert? Sorry, ich benutze kein Spielzeug. Wollen Sie eine Kippe? Nein, danke. Ich habe gerade jemanden gerettet. Schon ein geiles Gefühl irgendwie. Wenn man so das Leben von jemandem in der Hand hat. Besser als Sex. Woher soll ich wissen, dass das eine Übung war? Ich möchte mich bei allen Teilnehmern bedanken. Danke, dass ihr so schön mitgemacht habt, für eure Offenheit und natürlich auch eure Ehrlichkeit. Ehrlichkeit? Okay, jetzt reicht's. Ich habe den ganzen Tag mitgemacht, aber jetzt ist zu viel. Ja? Also das hier ist sowas von unehrlich. Diese Pseudosanitäter, er hat noch nie einen Verbandskasten von innen gesehen. Also sowas von unglaublich. Ich glaube, das ist schon wieder anders. Finde ich super. Aber jetzt will ich sehen, ich will Ihre Wunde sehen. Ich will, dass Sie jetzt den Verband abnehmen. Ja, dann werden wir das ja alle sehen. Macht einen Verband ab. Mach mal runter. Das ist alles gesehen.